Heute machen sich über 2000 Hansa-Fans ins weit entfernte Franken. Fürth wartet, ein Gegner, der aktuell ja, eine kleine Wundertüte ist. Die Kleeblätter in ihren letzten drei Spielen ungeschlagen. Zuletzt gegen Elversberg 1:1, dann 4:3 gewonnen gegen den KSC in Unterzahl. War schon wirklich ein sehr, sehr starker Auftritt und davor ebenfalls 1:1 unentschieden gespielt im Franken-Derby gegen Nürnberg. Ja, früh morgens, wir haben es 16:30. Nicht ganz so früh wie gegen Kaiserslautern. Das ist doch schon wieder eine normale Uhrzeit. Und jetzt sind wir hier, wollen was sehen. 650 Kilometer von Rostock aus, wenn wir dort die Reise begonnen hätten. Circa 6 Stunden 30. Und was macht man jetzt hier 16:30 Uhr morgens? Ich warte auf die Bahn. Schön bei strömendem Regen wollen wir natürlich das Beste heute draus machen. Nach dem erkämpften 1:0-Sieg gegen Braunschweig haben wir die Negativserie stoppen können. Gucken wir mal, was da heute so auf uns zukommt in die Fürther. Das muss man auf jeden Fall sagen, sind sehr, sehr heimstark. In den letzten 20 Heimspielen haben die Fürther nur zweimal verloren. 10 Siege, 6 Unentschieden. Ist schon eine beachtliche Bilanz. Kann man überhaupt was erkennen? Weiß ich nicht so recht. Ist auch nicht so wichtig. Wichtiger wäre mal wieder ein Auswärtserfolg. Eben noch jemanden gesehen mit dem HSV-Schal. Muss ich erstmal schauen. Die spielen zeitgleich heute in Wiesbaden. Im Hintergrund die legendäre Tüte. Ja, meine Bahn kommt in 10 Minuten. Pünktlich wie die Maurer. Los geht's. Unsere Bahn ist da. Auf zum Aussetzen. Da ist die Legende. Bist du frisch? Ja, letzte Fahrt wieder vor der Länderspielpause. Mal ja, wieder? Vor 2 Wochen, ja. Erstmal zum Bäcker jetzt. Wir brauchen was für die Fahrt. Verpflegung. Ah, hier, wir gehen hier rein. Das sieht eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Das aber auch, guck mal hier mit Hähnchen. Süß-sauer ist glaube ich noch drauf, Soße. Das nehme ich. Alles eingepackt. Sind bereit. Ohne Umsteigen diesmal, ey, was für ein Luxus. Ja, hoffen wir mal, dass die Deutsche Bahn heute da auch problemlos dann durchzieht. Das wär's, weil wir haben nicht viel Puffer, wie immer. 1:30 Stunden. Ja, aber von Nürnberg nach Fürth, das ist ja ein Katzensprung. Oh, hier sind sogar Hamburger mit. Was machen die hier? Rein geht's in die Bahn. Da müssen wir hin. Sind wir hier richtig? Warte mal. Wir sind einfach in die falsche Bahn gestiegen. Ja, dank an zwei netten Hansa-Fans. Die haben uns da noch rausgeholt. Früh am Morgen kann das mal passieren. Oh. Jetzt warten wir auf die richtige. Jetzt haben wir es aber. Das sollte sie sein. Noch einmal kurz kontrollieren. Ah. Hat alles geklappt. Dann würde ich sagen, auf nach Fürth. Boah. So, Baguette rausgeholt. Geht das rein? Um 5 Uhr morgens? Ich weiß nicht. Meine Bewertung? Eine stabile 8. Wegen einer Streckensperrung aufgrund eines liegen gebliebenen Güterzuges im Gleisabschnitt vor uns können wir unsere Fahrt erst einmal auf unbestimmte Zeit nicht fortsetzen und werden hier in Lüneburg am Bahnsteig erst einmal stehen bleiben. Und Weltklasse, wir stehen hier jetzt kurz vor 7. Auf unbestimmte Zeit stehen wir jetzt. Geil. Also, mal schauen. Wir sind noch nie zu spät gewesen. Könnte heute das erste Mal sein, dass wir vielleicht gar nicht ankommen oder zur zweiten Halbzeit. Ja, mal schauen. Dum, 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 dum. Wunder, oh Wunder. Es geht weiter. Das heißt, es könnte noch was werden. Boah, was hat der denn hier heute hergezaubert? Alvin. Ja, das ist gute polnische auf den Auswärts. Kann man auf jeden Fall machen. Ja, jetzt gibt es hier nochmal eine kleine Geschichtsstunde zwischendurch. Kräuter Fürth, Alvin. Sind sogar schon deutscher Meister geworden. Weißt du, wie oft? Dreimal. Und wann? Das erste Mal 1914.
Da haben sie sich durchgesetzt gegen VfB Leipzig 3:2 in der Verlängerung. Ist schon ein bisschen her. Dann 1926 4:1 gegen Hertha. Und 1929 gab es dann noch den dritten Titel. Ja, das war damals so ein K.O.-System. Dort haben sie dann ebenfalls gegen Hertha BSC spielen müssen und sich durchgesetzt mit 3:2. Also, geschichtsreich. Respekt dafür, für diese lehrreiche Stunde. Und nicht nur das, nein, sie sind ja auch Platz 1 in der ewigen Tabelle der zweiten Bundesliga. Die können was. Die wissen, was hier so abgeht. Also da wird also konstant guter Fußball gespielt. Also muss man aufpassen heute. Angekommen, es hat ja doch funktioniert. Mit uns geht immer alles gut. So, wir warten auf unseren Abholer. Jetzt irgendwie den Bahnhofsvorplatz finden in Nürnberg. Bisher noch keine Fürth-Fans gesichtet. Das sieht wie der Vorplatz aus. Da sind wir doch, naja, mit ein paar Minuten Verspätung. Wie geht's? Jetzt. Alles klar. Kommt danke rein. Fürs Abholen erstmal. Ja, kommt erstmal rein. Ja, komm, schnell, die gucken schon alle. Die stehen hier alle wie die Geier hier. Irgendwie will das Schicksal es ja doch. Dass ihr noch pünktlich kommt. Dass wir kommen, immer pünktlich. Wir sind gerade in Nürnberg, passt ja ganz gut. Grüße gehen nochmal an alle raus aus dem Livestream. Sehr, sehr korrekt, ne, für die Unterstützung. Und ein Dank natürlich auch noch an die Hansa-Fans vom Frankendamm in Stralsund. Ihr wisst Bescheid, DFB-Pokal-Auslosung. Wir treffen auf Nürnberg in der zweiten Runde in Nürnberg. Nicht toll, kein tolles Los. Am Mittwochabend, 20.45 Uhr. Also eigentlich für einen Hansa-Fan beschissener kann es nicht sein. Muss man auch an die Auswärtsfahrer denken. Und das ist natürlich für uns sehr bitter. Vor allem, weil wir am Sonntag nach Wiesbaden müssen. Erstmal gefühlt wieder 7 Stunden. Und dann am Mittwoch direkt weiter nach Nürnberg. Es hätte schlechter kommen können, es hätte auch besser kommen können. Ich sage, das ist so ein Zwitterlos, sag ich mal. Also so ein Heimspiel wäre halt schön gewesen. Ja, ist Elversberg noch drin? Naja, die sind schon raus. Das wäre nämlich der Super-GAU. Also wegen, wie gesagt, Nürnberg ist eine Reise wert, aber letztendlich am Mittwochabend, ja, nicht gut. Wie bewertet ihr die Auslosung? Ja, da sind wir jetzt und fahren erstmal ganz gemütlich nach Fürth, ist ja nicht so weit. Wie heißt das? Zum Ronhof? Sportpark Ronhof. Da steht's schon dran. Nach Fürth wollen wir und am besten gewinnen. Eine Stunde vor Anpfiff sind wir da. In der Wissensstadt. Noch das alte Fürth-Logo. Ach ey, Alvin, das kommt uns bekannt vor. Waren wir damals einkaufen. Sollen wir da parken? Ich glaube, hier links ist direkt das Stadion. Ja, ich weiß nicht, ich denke schon. Parkplatz gefunden. Direkt hinter dem Haus eigentlich sein. Alles gesunde Sachen immer. Oder bin ich Thüringer. Hast du auch noch eingepackt? Klar. 1, 2, 3. Ich nehme mir so ein Fruchtding. Das Schwein, ey, mein Fruchtding. Oder willst du das? Nein, okay, dann. Ja, wir wollen hier mal heute gesund unterwegs sein. Nicht immer nur Burger, Pommes, Wurst, Apfel, Drachenfrucht, Banane und so weiter und so fort. Da geht's dir danach gut. Kannst du schön kacken. Zum Frühstück mitgebracht. Ach André, was ist das denn schon wieder? Nur das Beste vom Besten. Ja. Also hier mein Fruits, natürlich. Damals im Hinspiel in Fürth 2:2 gespielt. Wir wissen alle noch, wie das Ganze abgelaufen ist. In Unterzahl haben wir uns den Punkt erkämpft. Elfmeter in der 90. Minute. Alle sind ausgerastet. King Nico, Alvin und alle anderen Hansa-Fans auf jeden Fall. Wird man sich da immer gut zurückerinnern und dann natürlich die letzte Begegnung. Das letzte Aufeinandertreffen war ja in unserem Ostseestadion. Das war der Startschuss für eine Serie, die enorm wichtig für uns war, für den Klassenerhalt mit dem 2:0, der absolute Befreiungsschlag durch Nils Fröhling. Damals hatten wir 7 Monate lang keinen Heimsieg und dann kam Fürth und hat uns den Sieg sozusagen gegönnt. Ja, würden wir wieder nehmen, wenn es heute ein paar Punkte gibt. Also, André, dein Tipp? Oh, hier. Hier gibt's eine Ansage. Da. Auf. Drogen und Tipp. Heute Tipp? Heute Tipp? 1-0. 1-0? Bei Hansa. Defensives Spiel heute. Alles klar. 1-0 für uns. 9. Spieltag und 4-mal gewonnen, 4-mal verloren.
Das ist ja ausgeglichen. Stadion befindet sich mitten im Wohngebiet. Ja, da könnt ihr sehen, bekannte Kneipe wahrscheinlich. André wartet. Auf was wartest du? Auf den Auswärtssieg? Guck mal, da sind drei Rostocker. Sind da? Ja. Oh. Die trauen sich was. Der Gang zum Stadion. Wenn ich das richtig höre, dann spielen die in Fürth gerade die Hansa-Hymne. Macht sie das ein bisschen sympathischer? Ja, wenn es die Hymne auch ist, dann ja. Wir überlegen gerade, ob wir hier lang müssen, aber da geht's irgendwie nicht. Ich glaube, wir müssen einmal komplett rum, ums Stadion. Der Hansa-Bus direkt daneben, schönes Ding. Da ist er doch, Hageno, ey! Habt ihr Karten bekommen? Moin erstmal. Boah, alles gut. Ey, Video läuft. Keine Ahnung. Video läuft. Ja, muss, oder? Aber der Sieg muss mehr laufen. Hansa vorher. Was sagt ihr heute? 1-1. 1-1? 3-1. Grüße nach Hageno, ne? Grüße an die Hageno. Karlsmann aus Wurzburg sagt 0-3. 0-3? Ja. Sauber. Genau. Lieblingsspieler von Hansa? Wie heißt der Torwart hier? Kolke. Genau. Gute Wahl. Da haben wir das Stadion nochmal hier in voller Pracht. Sebi ruft wieder an. Sebi, wir sind gleich da. So, 14 Minuten noch. Wir stehen hier gerade vorm Eingang und irgendwann geht es hier schon weiter. Alvin, Alvin, Alvin. Hansa seid. Wie wir im Zug schon besprochen haben, die drei deutschen Meisterschaften holen wir uns auch irgendwann mal. Nee, André, wir müssen einmal ganz rum. Die aktuelle Tabelle, wie ihr es gewohnt seid, kurz, knapp, kompakt. Unser FC Hansa auf Platz 9 mit 12 Punkten. Reuter Fürth aktuell auf Platz 13. So ein bisschen unter ihren Erwartungen, denn der Kader, der ist eigentlich für mehr bestimmt. Kaderwert auf dem 6. Platz der 2. Liga mit dem Etat. Wir lassen uns mal überraschen, wie es nach dem Spieltag aussieht. Genau. Aber bisher kann man zufrieden sein, oder André, mit dem 9. Platz? Auf alle Fälle. Da sind wir doch. So. Ich hatte noch einen Trick. Die Jacke habe ich schon seit 5 Jahren. Gut, dass sie früher noch ein bisschen runter war. Hansa! Ganz schnell blau-weiß. Das ist ja besser durchdacht als was weiß ich. Fürth mit einer Choreo. Hansa kämpfen und siegen! Auf geht's, Hansa kämpfen und siegen! Seppi, wir hatten heute nur Stress. Und ihr? Ich habe gesehen, im Hofbräuhaus habt ihr euch gut gehen lassen. Ja, natürlich. Das ist Pflicht in München, weil ich schon geschrieben habe. Muss sein. Und heute deine Analyse vorm Spiel? Wir müssen heute auf jeden Fall nicht sein. Aber ey, wie viele Hansa-Fans hier sind, ne? Wirklich verrückt. Alles in Blau. Hier, ne? Über 2000. Auf jeden Fall. Die Ausstellung blende ich euch einmal ganz schnell ein. Auf vierter Seite Hagota, Top-Torschütze mit 4 Treffern. Dann natürlich Lemperle, 2 Tore, 2 Assists bisher. Das ist schon qualitativ sehr stark. Srebeni haben sie ja auch noch. Ja, Ex-Hansa-Spieler. Moin. Auf ein gutes Spiel, ne? Hansas Ausstellung diesmal wieder mit Pröger, Strauß drin und Schumacher. Ansonsten hat sich eigentlich nicht viel verändert. Wollen wir mal hoffen, dass das Früchte trägt. Und los geht's. Neben mir auch ein korrekter Hansa-Fan. 1-1. 1-1. Wir müssen erstmal sicher stehen. Darauf erstmal ein Schlückchen. Sichern. Pfui. Ecke Fürth. Zeitspiel. Oh oh. Heute. Konfetti. Heute ist Feierstimmung angesagt. Natürlich. Oh, 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 Abfälscher. Ja. Nix. Kann für Bier.
7. Bisher die ersten Minuten sehen nicht so toll aus für uns. Eieiei. Oh, der hat einen Krampf, der hat einen Krampf. Ich will ja nicht sagen, dass das gerade wichtig für uns war, aber gute Besserung. Da war die Luft im Weg, würde ich sagen. Stell mal vor, jetzt auf einmal Elber. Wir müssen auch rein. Fürth muss auch einen reinkriegen. Bürger! Links, weiter, weiter! Schiedsrichter, hä? Schiedsrichter gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Das ist Standard, komm. Wie immer. Hat er, hat er, hat er. Es ist doch ein Foul! Anfang nicht so, aber jetzt sieht's besser aus. Ja, darauf kann man aufbauen. 20 Minuten noch ohne Gegentor. Wo soll er hin? Wo soll er hin? Da soll er hin! Oh nein, das ist immer das Gefährliche. Komm, Vasilianis. Ja, die Grätsche des Vertrauens. Ey, komm. Schiri. Hä, heißt man, es reicht. Vorher ja, aber das war keine Hand, Alter. Wo? Sei die Krake. Ab jetzt. Pässe ungenau, wie immer. Das hat sich bis jetzt noch nichts verbessert. Nee. Das ist die 0 steht. So muss das sein. Hansa-Aufkleber. Überall. Ja. Oh, wieder Ecke. Ihr habt das Gefühl, wir betteln nach dem Gegentor jetzt. 4 zu 0 Ecken bisher. 32. Als hätte man es nicht anders gesagt. Und geahnt. Eigentor. Und was für eins. Ich hab gesagt, die betteln danach. Aber dann machen die es halt. Der Fehler war eigentlich schon vorher. Er hätte Kolle mitnehmen müssen. Rausschießen. Und nicht einfach. Ja, stimmt schon. Oh, und dann legen wir eins zu hinten. Vielleicht bringt uns ja ein Standard nach vorne, beziehungsweise zum Ausgleich. Oh. Oh. Nächste Freistoß, Möglichkeit für Fürth. Was soll ich sagen? Zu wenig. Das sind ja auch nur hohe Bälle bisher. Ne? Ich war 10 Minuten weg, die Tränke wollen pinkeln, nicht ein Tor. Oh, jetzt. Alois bekommt noch eine Ansage. Der Schiedsrichter hat Bock heute. Kommt aber auch noch hin. Ja, aber die müssen da mal Ruhe reinbringen. Viel zu hektisch alles heute. Schießen die Bälle überall hin. Es geht nichts nach vorne wieder. Jetzt muss er mal abgehen, abgehen nach vorne. Ei, ei, ei. 44. Minute. Aber jetzt! Holger! Ja, das war die gefährlichste Chance bisher. Die erste Ecke nach 45 Minuten. Seppi, André können es kaum glauben. Oh. Ja, komm, schieß! Die nächste Gelbe. Zu lange, er braucht zu lange. Zu lange. Was ist das? Und Fürth, und wieder Fürth. Mann, ey. Nächster Freischuss vor der Pause. Und Volke Bauch. Die wissen nicht, wo die Bälle hinspielen sollen. Und das war's. Wir liegen hinten zur Pause. Offensiv fällt uns überhaupt nichts ein, hinten komplett nervös. Ihr habt ja mehr vom Spiel. Ja. Natürlich. Verdient, ihr fühlt verdient. Ja, und was sagt ihr zu eurem Spiel? Ganz schlechte Ist halten und den konnte er nicht halten. Das war ein unhaltbares Eigentor. Warum geht Rosbach da so an? So, hallo, Max hier, die beiden haben mit Jack Bett, wohnen in Augsburg.
stammen ehemals aus Wismar. Hansa-Fans Bayern. Genau, so ist es. So schaut es aus. Spiel natürlich nicht so. Aber diese langen Bälle, diese hohen Bälle. Perea Gelb muss auch passen. Ja. Und ich sage mal, ein Spiel dauert 90 Minuten. Ich zahle auch gern 3 Euro. Und wenn es die 94. Minute ist, reicht es auch noch. Ist so. Genau so ist es. Ein Punkt muss drin sein. Mindestens. Aber auch da kann, damit kann man sich abfinden. Wenn wir heute einen Punkt irgendwie holen. Holen wir noch, ne? Und du warst auch beim Stream dabei, ne? Hier ein richtiger Supporter. Und jetzt hier auch bei Hansa. Wie lange musstest du fahren? Ich wurde in Bayern sogar 3 Stunden. Ah, dann ist das ja, geht sogar. Aber 3 Stunden ist auch schon eine Strecke, ne? Und dann bei Nürnberg DFB-Pokal, seid ihr dabei? Vielleicht. Top, ne? Ja. Da muss jetzt was gehen, oder? Ja, natürlich. Hat er gewechselt? Weiß ich jetzt nicht. Ja, Brumado ist drin. Da ging was daneben. Oh, und der ging zum Glück auch daneben. Leute, die haben nichts zu essen hier. Keine Brötchen mehr. Komm, schieß. Oh, Brumado, ey. Ja, komm, komm, komm. Ja. Jetzt. Feuerwehr, sie an. Glaub, wie er kann. Damit wir mit der Punkte rausgehen. Oh. Ja, ja. Das, das. Wäre eine gute Position gewesen. Ja. Einwurf, Einwurf. Mehr geht nicht. Arme zum Glück. Hey, guter. Der beste Mann, die lassen so frei. Jetzt aber, komm, Frühling. Geiler Pass. Geil. Nochmal. Oh. Jetzt. Danke. Steht keiner. Ja. Ja. Krüger! Oh. Link. Frühling. Sieht Rossi bei. Außen Rossi eine Krieg. Das kann der doch nicht machen. 81. Minute. Kühler und Sink im Spiel. Ist noch, ist noch. Wo soll der hin? Wo? Blind nach vorne. Wieder in die Füße gespielt. Und er ist frei. Das war's. Alter! In letzter Sekunde die Entscheidung verhindert. Jetzt, jetzt, Brumado! Das war die Chance, die wir nutzen müssen. Ja. Hat er auf dem Fuß. Leverkusen, es gibt 5 Minuten noch nicht gemacht. 5 Minuten nur? 7 oder 8. 7 mindestens. Auf geht's, Hansa, kämpfen und siegen. So nicht. Ja. Immer sein weiter. Nimm ihn doch erstmal an mit dem Brust. Ja, ja. Zu weit, zu weit. Ist nichts. Ja. Abseits, Schiedsrichter. Der haut ja auch noch voll rüber. Komm mal jetzt! Kolke in den Sturm. Alles oder nix. Oh, oh, oh. Haben wir noch, haben wir noch? Der pfeift auch überpünktlich ab. Was willst du dich heute drüber aufregen? Vorne zu wenig. Von der zweiten Hälfte her war ein Punkt drin. In der ersten okay, aber... Ja. Der erste Mann ist klar besser, der ist eigentlich so übergerecht. Ja. Oh. Ab in die Länderspielpause. Danach muss es eigentlich wieder Siege geben. Ja. Da war es ja viel zu Hause. Oh. Das ist ein Hitze. Boah, schnell weggegangen, ne? Ey, hier kommen 1.500 bis 2.000 Hansa-Fans hin. Ja. Und die...
Was soll man sagen? Glückwunsch an Fürth, die können feiern, haben uns jetzt überholt. Ich hätte mir lieber ein 3-4 oder sowas. Enttäuschend, offensiv zu harmlos. Zwei Chancen zu wenig, das Rossi auf der Linie klärt, aber da fährt auch eins reinrauen. Ja. Verlieren gehört dazu. Ne? Ja. Wir sind doch keine Spitzenmannschaft, wie wir alle vermutet haben nach den ersten 5 Spielern, wo erster, zweiter, dritter waren. Das ist halt so. Zu Hause muss man die Punkte holen, auswärts ist immer ein bisschen Bonus. Beckenbauer hat schon mal gesagt, wenn die Heimspiele gewinnst, steigst du ab. Irgendwann mal ein gebrauchter Tag. Ja. Wow, Big King, seht ihr dieses Big? Oh Gott, das ist wie die Leistung heute. Big. Für den gebrauchten Tag. Auch noch hier reingedrückt, ich weiß nicht, was die damit gemacht haben. Zwiebeln. Gebrauchtes Essen für den gebrauchten Tag. So, bei André angekommen. Und was gibt es? Thüringer Wurst. Ne? Oh, die sieht aber blass aus. Ja, aber gut, die sieht irgendwie nicht gesund aus. Aber die ist gut. Alvin, was sagt der Kritiker? Schmeckt? Ich bin nicht so der rohe Wurst-Typ, muss ich sagen. So, das giftige Zeug wird jetzt gegessen. Ey. Ich muss sagen, die schmeckt überraschend gut. 9. Guten Hunger. Ja. Schön nochmal Frust essen für das schlechte Spiel. So sieht's aus, ne? Was wir's machen. Da sitzen wir jetzt. Pizza nicht ganz aufgegessen, 3 Stücke sind über für die verbliebenen 3 Punkte, die wir leider nicht einfahren konnten. Tja, mangelhafte Leistung auf dem Platz. Erste Halbzeit hatten wir nicht eine richtige Torchance, in der zweiten Hälfte war es dann ein bisschen besser, aber auch nicht konsequent. Fehlpässe, hohe Bälle, was soll man noch anderes sagen? Das kann eigentlich, oder es muss besser werden. Spielsystem, immer Fünferkette. Erstmal die Null halten, kann vielleicht dann ja nicht zielführend sein für die nächsten, für die kommenden Begegnungen. Einfach mal ein bisschen was umstellen und versuchen, das Spiel an sich zu reißen, Spiel zu gestalten, Ballbesitz. Es kommt ja nicht mal normaler Pass oder Spielaufbau zustande. Ja, was soll ich dazu sagen? Du hast eigentlich alles gesagt. Sehr enttäuschende Leistung wieder. Diesmal über, ich sag mal, 70 Minuten. Nichts auf die Matte gebracht. Für die ganzen Fan-Crew wieder super Support, einfach genial. Halt ärgerlich, ne? Ärgerlich. So viele Leute nach Fürth, über 2500 und dann, ich weiß nicht, so eine Leistung auf dem Platz. Ich weiß nicht, wenn das keine Motivation ist, so kommt es mir manchmal vor, aber... Ja, es ist ärgerlich. Und dann der Abgang am Ende war auch nicht gerade rosig, sag ich mal. Ja. So geht's nicht, aber wie gesagt. Klar, man kann Kritik äußern, man kann da auch dann nicht der Meinung sein, sag ich mal, als Spieler, natürlich, aber dann einfach direkt wieder zu gehen, ist halt schon so ein schwieriges Ding. Schade drum. Wir sind ja auch noch stabil da in der Tabelle, 12 Punkte. Ja. Ist trotzdem immer ärgerlich, weil ein Unentschieden, das wäre heute, denke ich, möglich gewesen. Wieso nicht da? Also könnte man noch eine Stunde weiterspielen und das wäre beim 1-0 geblieben oder Fürth hätte nochmal nachgelegt. Ja, ich finde es einfach schade, dass man mit so einer Leistung sich dann präsentiert nach einer Woche Training, während man oder alle Rostocker sich über 1000 Kilometer auf dem Weg machen, hin und zurück. Über 2000 Leute und dann sowas da rausspringt. Also da sollte man sich vielleicht mal überdenken, wofür man denn sein Geld verdient und ja, nochmal ein Training daran arbeiten und mal wirklich sich zusammenreißen. Und eure Meinung zum Spiel in die Kommentare. Fürth, aufgrund der ersten Halbzeit würde ich sagen, ging der Sieg in Ordnung. In der zweiten wäre ein Unentschieden möglich gewesen, hätten wir uns ein bisschen mehr gestrafft. Wir wünschen nur das Beste den Fürthern, falls ihr das Video schaut. Bleibt stabil. Bleibt stabil. Ja, und an alle, schöne Länderspielpause, da kann man jetzt nochmal die Köpfe frei bekommen und daran arbeiten, dass wir es dann in 2 Wochen besser machen gegen Kiel. Macht's gut, danke für eure Unterstützung und wir bleiben natürlich auch standhaft, dass wir den nächsten Dreier irgendwann mal einfahren. Mit einer guten Spielweise. Also, haut rein und danke fürs Zuschauen.